Was ist Hypnose? Hier kommen drei unterschiedliche Erklärungen, was Hypnose ist. Denn wir gehen heute der Frage nach, was ist Hypnose? Es gibt hier keine einheitliche Definition. Daher erkläre ich dir auf drei unterschiedliche Arten, was Hypnose wirklich ist. Ich bin Tobias Paul vom IHC, deinem Institut für Hypnose und Coaching, und jetzt geht's los. Hypnose also. Was ist das eigentlich? Ich gebe dir hier drei unterschiedliche Erklärungen, was du unter Hypnose verstehen kannst, beziehungsweise was Hypnose wirklich ist. Und damit ist dann sicher für jeden am Ende klar, um was es sich handelt, wenn von Hypnose gesprochen wird. Sehr, sehr viel Text zur Hypnose findest du bei Wikipedia. Dort heißt es gleich ganz oben, Hypnose ist ein Zustand künstlich erzeugten partiellen Schlafes in Verbindung mit einem veränderten Bewusstseinszustand. Ja, das klingt total sperrig und stimmt auch nicht wirklich, zumindest dann nicht, wenn wir das Wort Schlaf seiner eigentlichen Bedeutung zuführen. Sehr richtig heißt es aber weiter, dass Hypnose zwei verschiedene Sachen sein können. Nämlich das Verfahren zur Einleitung einer Trance und dann noch die Trance selbst, die hypnotische Trance nämlich. Und damit muss natürlich die Frage geklärt werden, was Trance ist. Ja, und Trance zu erklären, das ist recht einfach, denn Trance ist die Veränderung des menschlichen Bewusstseinszustandes. Und wenn du dich jetzt fragst, wie sich dein Bewusstseinszustand in Trance verändert, so kann ich dir sagen, dass du in deinem ganz normalen Wachbewusstsein die Dinge um dich herum nach einer gewissen Logik beurteilst. Und in der Trance ist es nicht so. In der Trance bist du sehr stark auf nur eine oder einige wenige Dinge fokussiert. Und gleichzeitig sehr tief entspannt und dein logischer Verstand ist quasi ausgeknipst. Vielleicht wird auch daher immer wieder von einem schlafähnlichen Zustand gesprochen, da du im Schlaf entspannst und in einem Traum die Handlung verfolgst, ohne zu analysieren oder zu bewerten, ob das alles tatsächlich so sein kann oder richtig ist, was du da gerade träumst. Die Einleitung in diese tiefe Entspannung, die Fokussierung auf etwas und die Abschaltung deiner Analyse dieser Dinge, auf die du dich fokussierst, ist also Hypnose. Und darüber hinaus nicht nur die Einleitung, sondern auch der Zustand selbst. Der Zustand nämlich, wenn du tief entspannst, dich fokussierst und nicht mehr analysierst dabei. Zugegeben, wenn man das alles das allererste Mal hört, so kann ich mir sehr gut vorstellen, muss man es erstmal etwas sacken lassen. Und darum kommt hier nun Erklärung Nummer 2. Die Hypnose ist ein Verfahren, das über das Unterbewusstsein einen Zugang zur inneren Welt schafft. Das nehmen wir auch mal wieder etwas mehr auseinander. Die Hypnose ist ein Verfahren, über das Unterbewusstsein einen Zugang zur inneren Welt zu finden. Ein Verfahren also, das hatten wir schon, nämlich das Verfahren zur Einleitung einer Trance. Jetzt wird das Wort Trance nur durch den Begriff der inneren Welt ersetzt. Und um in diese innere Welt zu kommen, muss ich irgendwie das Unterbewusstsein zu Hilfe nehmen. Nur, was ist dieses Unterbewusstsein und was ist die innere Welt? Wenn ich es einfach halten möchte, dann kannst du im Zusammenhang mit Hypnose als innere Welt auch
die Summe deiner Vorstellung bezeichnen. Alles, was dich ausmacht, was und wer du bist, deine Werte, deine Ansichten, Erfahrungen und Motive, aber auch deine Ideen, Handlungsbereitschaften bzw. all die Dinge, die du ablehnst. Und das Unterbewusstsein? Nun, das gibt es vielleicht gar nicht. Denn wissenschaftlich existieren keinerlei Beweise für das Vorhandensein eines sogenannten Unterbewusstseins in uns. Und wenn es ein Unterbewusstsein doch gibt, dann muss es doch auch ein Überbewusstsein geben, oder? Manch einer hat auch hierfür sich eine Erklärung zurechtgelegt. Ich persönlich spreche jedoch gern vom Unbewussten, nicht vom Unterbewusstsein. Vom Unbewussten als Gesamtheit der Dinge, die in uns ablaufen, die uns aber aktuell nicht bewusst sind. Das sind ganz bestimmte Körperfunktionen zum Beispiel, über die wir nicht weiter nachdenken und auch bestimmte Reflexe, die bei einem Reiz ausgelöst werden und aber auch mentale Dinge und Gedanken, die quasi automatisch in uns aufkommen und wirken. Wir schaffen also mit Hypnose einen Zugang zu den Dingen, die uns im Allgemeinen klar sind und bewusst, wenn wir nur darüber nachdenken würden, was wir jedoch so nicht tun. Manche sprechen auch bei der Erklärung von Hypnose von einer Kunst, jemanden mit Hilfe seiner Vorstellungskraft in eine alternative Wirklichkeit zu führen und dort ganz bestimmte Erfahrungen machen zu lassen, die zur Bewältigung aktueller Probleme oder Symptome hilfreich sind. Und hier kommen wir schon viel näher an den medizinischen Bereich ran. Allerdings würde ich da auf das Wort Kunst verzichten. Vielleicht kennst du das. Du wachst nachts auf, nach einem Traum, und stellst fest, ich habe ja nur geträumt. Dein Bewusstsein ist in diesem Moment mit dir quasi mit aufgewacht und signalisiert dir nun, das, was du eben als real und wirklich wahrgenommen hast, fand nur als Vorstellung in deinem Kopf statt. Es war also zumindest für diesen Moment des Traumes eine andere oder anders ausgedrückt deine alternative Wirklichkeit. Ein therapeutisch arbeitender Hypnotiseur hilft dir, diese alternativen Wirklichkeiten zu erleben. Und weil du ja im Vorfeld weißt, dass es sich nur um so etwas Ähnliches wie einen Traum handelt, kannst du in diesem Traum auch zu Superman oder Superwoman werden. Das Spannende bei der Hypnose ist, dass du diese Erfahrungen dann in deine echte Realität mitnehmen und übertragen kannst, wenn du das willst, und dadurch im wahren Leben zu genau den Veränderungen kommen, die du dir wünschst. Also nochmal ganz einfach ausgedrückt. In deinem normalen Wachbewusstsein hast du ein Problem und vielleicht auch einen Gedanken, wie das Problem am besten zu lösen ist. Allerdings halten dich ganz andere Gedanken, die du eben auch hast, davon ab, das Problem zu lösen. Oder dir fehlt gleich ganz eine Idee, wie das Problem am besten zu lösen ist, und dadurch kannst du auch nicht in die Umsetzung kommen. In der Hypnose bist du aber in einer alternativen Wirklichkeit, einer Art Parallelwelt, und hast Ideen und Vorstellungen, die du umsetzt, und erfährst dort, wie es sich anfühlt, das so zu tun, und kannst das nun genau so oder auch ähnlich in der realen Welt machen.
Nehmen wir mal beispielsweise an, dein Problem ist es, einen anderen, dir fremden Menschen kennenzulernen. Du möchtest aber gern Kontakte und weißt nun nicht richtig, wie du das anstellen sollst, weil ganz bestimmte Gedanken dich davon abhalten. Du denkst vielleicht, du stößt auf Ablehnung, wenn du die andere Person einfach mal so ansprichst. Oder fühlst dich nicht gut genug. Oder glaubst, dass du ohnehin nichts Sinnvolles zu sagen hast oder was auch immer. Ist ja egal. Diese Gedanken halten dich real, also ab, mit der anderen Person in Kontakt zu treten und du bleibst weiterhin allein und leidest darunter. In der Hypnose findest du aber zu Ideen und hast Vorstellungen, wie alles auch alternativ ablaufen kann. Du wirst, wie ich vorhin sagte, vielleicht zu Superman oder zu Superwoman und umarmst einen dir vollkommen fremden Menschen, der dir gerade mal entgegenkommt und der ist dann so positiv überwältigt, dass er dich sofort auf einen Kaffee einlädt. Klingt weit hergeholt? In der Hypnose ist alles möglich und es war ja auch nur so ein Beispiel. Aber mal angenommen, so oder so ähnlich ereignet sich alles, dann kannst du jetzt diese positiven Erfahrungen der Reaktion deines Gegenübers aus der Hypnose nutzen und innere Kraft schöpfen, eine andere Person real anzusprechen oder auch tatsächlich zu umarmen, wenn du willst. Und weil deine innere Einstellung dabei sehr positiv ist, wird auch das Ergebnis mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit richtig, richtig positiv ausfallen. Das nennt man dann selbsterfüllende Prophezeiung. Kommen wir an dieser Stelle nun zu Erklärung Nummer 3. Milton Erickson. Du hast den Namen vielleicht schon mal gehört. Das ist der Begründer der modernen Hypnosetherapie. Milton Erickson sagte sinngemäß, Hypnose ist im Grunde nichts anderes als die Vermittlung von Gedanken und Erkenntnissen. Und das in einer Weise, die es dem Menschen ermöglicht, für diese Gedanken auch empfänglich und motiviert zu sein, seine eigenen Potenziale zu nutzen. Wenn ich dir in meinem Beispiel, nämlich dem Problem, eine andere Person kennenzulernen, nun in dein Bewusstsein hinein sagen würde, umarme doch einfach mal einen dir fremden Menschen, der dir entgegenkommt und sofort hast du Kontakt, dann klopfst du dir vielleicht mit der Hand an den Kopf und zeigst mir einen Vogel, weil das jenseits deiner Vorstellung des Möglichen liegt. Deine Erfahrungen, dein Anstand, die Moral oder was auch immer verbieten es dir, das so zu tun, was ich gerade empfohlen habe, um dein Problem zu lösen. Du verbietest es dir selbst, obwohl du beim genauen Nachdenken darüber natürlich erkennst, dass ich recht habe und du sofort mit jemandem in Kontakt stehen würdest, wenn du ihn einfach mal so umarmst. Diesen Kontakt möchtest du allerdings auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich auf eine Weise, die deiner eigenen Persönlichkeit entspricht und nicht der eines anderen. In der Hypnose werden dir auch Gedanken vermittelt oder Erkenntnisse, aber so, dass du dafür empfänglich und motiviert bist, die Dinge durchzuführen. Dabei wandelst du jedoch die dir vermittelten Gedanken so um, dass sie für dich und deine Persönlichkeitsstruktur passen. Und aus der Umarmung der fremden Person wird dann vielleicht ein Lächeln, verbunden mit einem Guten Tag, mein Name ist, wie geht es Ihnen? Ganz wichtig, du bist in der Hypnose nicht irgendwie weg,
was viele immer noch glauben. Du bekommst die Dinge um dich herum weiterhin mit, nur eben in einer anderen Form. Wenn du also zum Beispiel ein spannendes Buch liest und gedanklich voll in der Erzählung aufgehst, dann erzeugst du innere Bilder in deinem Kopf, die zur Handlung in deinem Buch passen. Und du hörst dann natürlich auch, wenn es zum Beispiel an deinem Telefon klingelt und du kannst entscheiden, ranzugehen oder nicht. Und je tiefer du mit diesem Buch, mit deinem Buch und der Handlung darin gerade verwoben bist, wirst du immer weniger Lust spüren, genau in dem Moment an dein Handy zu gehen und lässt es einfach klingeln. Und dann schaust du vielleicht nach einer gewissen Zeit auf die Uhr und wunderst dich, wie spät es schon ist, weil du gar nicht gemerkt hast, wie die Zeit vergangen war. Und genau das, was ich jetzt geschildert habe, ist schon eine Form von Hypnose. Nichts Übernatürliches und auch keine Macht eines großen, mächtigen Zampadus, der deinen Willen gebrochen hat. Nun, ich hoffe, dass die Fragezeichen in deinem Kopf nun etwas verschwunden sind und du nun viel besser verstehst, was Hypnose wirklich ist. Wenn du mehr darüber erfahren willst, empfehle ich dir mein Buch mit dem Titel Hypnose ist Kommunikation, Kommunikation ist Hypnose. Ich verlinke es dir unter dem Video. Im nächsten Video gehen wir noch etwas tiefer rein, denn dann erkläre ich dir, was in deinem Gehirn genau passiert, wenn du im Zustand der Hypnose bist. Schalte also wieder ein und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst du auch nichts mehr. Und ich sage bis zum nächsten Mal und wünsche dir hypnotischen Erfolg.